Zwischen Face, Schwarz-Weiß, Jung und Alt. Wir haben diesen gelben Kram zwischen Frauen und Alt.
dran krepiert. Hauptsache Billy Boy hat investiert. Und die Marionetten, sie zucken und zappen. Die besten Wahlprognosen, die sie jemals hatten. Die Rechte abgeschafft, die Rechten halten die Klappe. Nur noch ein bisschen länger, das Volk folgt die Hand. Hat ihr gedacht, und jetzt sind wir aufgewacht. Und wir erheben uns zurück zur Macht. Auch wenn ihr auch in eurer Bühne lässt. Denn hinter uns steht das Grundgesetz. Yeah.
ist die Nabelschau zwischen Herrn Merz und dem Bundeskanzler vorbei. Sie haben damit eindeutig gezeigt, dass Ihnen die Ernsthaftigkeit fehlt für die Lage, in der sich unser Land befindet. Deutschland steuert in den schwersten Sturm seit Bestehen der Bundesrepublik. Millionen Existenzen stehen auf dem Spiel. Zahllosen Bürgern droht die Verarmung. Der mittelständischen Wirtschaft der Zusammenbruch, den Staatsfinanzen dauerhafte Zerstörung. Danke für eure Unterstützung heute. Wir sind heute 430 Leute und das trotz dem Wetter. Wir hoffen mal, dass es wieder mehr wird. Vielen Dank auch an die Fahrer der Zugmaschinen, die Firmen, die uns hier unterstützen. Und den meisten Applaus, der gilt halt immer noch euch. Wer möchte, kann jetzt gerne noch einmal hervortreten, einen Redebeitrag. Applaus. Ganz kurz. Bitte. Dankeschön und schönen guten Abend an alle. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich euch heute mit meiner Stimme verschone. Aber in der abgelaufenen Woche habe ich zwei Informationen bekommen, die ich denke, unbedingt weitergeben zu müssen. Zum einen habe ich erfahren, vielleicht ist das für viele von euch nichts Neues, für mich war es was Neues, die Bundeswehr beabsichtigt, Kampfflugzeuge vom Typ F-35 zu kaufen. Der F-35 ist ein Atomwaffenträger. Und ich frage mich natürlich, wozu braucht die Bundeswehr Atomwaffen? Die sind doch alle so vehement dagegen und wollen sich jetzt selber welche beschaffen? Dazu kommt noch für die weitere Entwicklung unserer Wirtschaft alle Wartungs- und Reparaturaufträge sind an den amerikanischen Hersteller gegangen. Die recht gut entwickelte deutsche Luft- und Raumfahrt bleibt dabei außen vor. Das Geld geht nach Amerika. Deutsches Steuergeld, muss man dazu sagen. Die zweite Sache. Ich war erschüttert. In Wurzen in Sachsen lebt eine 81-jährige Dame, die aufgrund einer Parkinson-Erkrankung in ein Pflegeheim musste. Die eigene Tochter, alleinerziehend mit einem 11-jährigen Sohn, ist nicht in der Lage, die Mutter zu pflegen. Sie muss sich ja durch Arbeit auch um ihren 11-jährigen Sohn kümmern. Nach Aufrechnung von Rente und Witwenrente hat man festgestellt, es fehlen zur Begleichung des Pflegeplatzes noch 440 Euro. Also stellt die Frau einen Antrag beim Sozialamt und bekommt Antwort, jawohl, das Sozialamt übernimmt diese 440 Euro, aber, nun kommt das kleine Aber dazu, man hat festgestellt, dass die Oma, da ja die eigene Mutter das nicht konnte, dem 11-jährigen Enkel über Monate ein Taschengeld überwiesen hat. Und das Sozialamt springt ein, wenn der 11-Jährige sein Taschengeld zurückgezahlt hat. Wenn ich daran denke, dass meine Enkel eventuell mal meinen Heimplatz bezahlen sollen, voll Teufel kann ich da bloß sagen, voll Teufel. Und ein Habeck sagt einer Zeitung gegenüber, er kriegt so viel Geld, er kommt gar nicht mehr dazu, das auszugeben. Wo leben wir? Voll Teufel kann ich da nur sagen. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Und gerade darum bitte ich darum, hier an alle und auch an die, die ihr vielleicht zu Hause kennt und mobilisieren könnt. Ich werde nicht nachlassen. Und ich bitte darum, dass auch viele andere Wittenberger diesen kleinen fast 70-jährigen Rentner auch in Zukunft hier montags unterstützen. Ich freue mich, dass viele junge Leute hier sind.
Einige haben es ja mitbekommen, ich habe 44 Jahre als Lehrer gearbeitet. Ich habe meinen Schülern immer nahegelegt, für Bildung zu sorgen, für Abschlüsse zu sorgen und muss jetzt erleben, dass wir von Leuten regiert werden, die selber gar keine Abschlüsse haben, aber sich am Volk bedienen. Kann ich nur noch mal dazu sagen, voll Teufel mit dem Volk. Danke, Applaus, wir bleiben auch dran und beständig. So, der Nächste. Applaus. Morgen guten Bravo. Leute, ich habe geträumt. Die Bundesregierung betritt den Plenarsaal. Alle Plätze sind besetzt, keiner fehlt. Das ist ein seltenes Bild. Und dann ist der Bundeskanzler nach vorne getreten und hat gesagt, es tut uns leid, wir können es nicht. Und dann klingelte der Wecker. Schade. Ich will damit sagen, wir brauchen nicht darauf zu warten, dass die freiwillig gehen. Wir brauchen unseren Druck, deshalb müssen wir mehr werden. Und ich kann euch eins berichten, wenn ihr das mitverfolgt, auch in den alten Bundesländern werden es mehr. Sogar im beschaulichen Düsseldorf. Und ich finde, wir sollten mal applaudieren für alle, die hier in Deutschland auf die Straße gehen und für ihr Recht, für die Freiheit dieses Landes kämpfen wollen. Die nächste schlimme Botschaft, der Sonnenkönig Habeck, der hat einen Friseur, der kostet im Jahr 400.000 Euro. 400.000 Euro, das sind am Tag knapp 2.000 Euro. Ein bisschen weniger, aber sind wir mal großzügig. Für einen Tag. Wenn man das auf einen 8-Stunden Arbeitstag runterrechnet, dann sind es nach 6.000. Ist ein Friseur oder eine Friseuse unter uns? Schon mal 6.000 Euro am Tag verdient in 8 Stunden? Das ist lächerlich. Dieser Mann ist so dekadent. Und für meine Begriffe, ein Volksschädling, tut mir leid, wer sich einen Friseur leistet für seinen wirren Haarschopf, das ist das Letzte. Das ist das Allerletzte. Scholz braucht keinen, da reicht wahrscheinlich ein Flanelltuch, aber lassen wir das. So, und jetzt noch was. Ihr wisst alle, was vor ein paar Tagen passiert ist mit diesem Raketenbeschuss nach Polen. Und die Ersten, die gekreist haben, wie verrückt, die NATO muss jetzt, die rudern jetzt zurück. Und wir schicken jetzt natürlich auch Abwehrsysteme nach Polen. Ich verstehe die Situation nicht. Haben die Angst, dass die Ukraine nochmal nach Polen rüberschießt? Oder wie ist das jetzt? Das möchte ich gerne mal wissen. Und wer sich mit dieser Waffentechnik mal ein bisschen vertraut macht, das kann man alles googeln. Diese S-300 zerlegen sich nach ungefähr 300 Kilometern, wenn sie es verfehlen. Seltsamerweise war dieser Mechanismus auch kaputt. Wie bescheuert muss man sein, dass man eine Situation herbeiführt, und ich könnte mir vorstellen, dass da einige Herrschaften ihre schmutzigen Finger drin hatten, die uns an den Rand eines Krieges führen, den wir nicht überleben werden. Tröstlich dabei ist, dass für die Plasmawölkchen, die von uns übrig bleiben, kein Grabstein nötig ist. Deshalb, Leute, keine Waffenlieferung mehr an die Ukraine, keine finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe einverstanden. Frau Baerbock soll ihre Pflicht erfüllen als Außenministerin dieses Landes, ihren Waschlappen einpacken und ein Päckchen Mancherie und dann ab nach Moskau. Hans-Dietrich Genscher wäre gefahren und er hätte ein Ergebnis mitgebracht. Der Mann rotiert wahrscheinlich im Grab. Es ist unglaublich, dass diese Regierung und auch andere westliche Regierungen unser Land, unsere Nation, ganz Europa an den Rand eines Krieges führen. Mit voller Absicht. Und das muss ein Ende haben. Und dafür sind wir hier. Inzwischen hat die italienische Regierung beschlossen, dass es nichts mehr gibt Richtung Ukraine. Man kann zu dieser Regierung seine eigene Meinung haben, aber das ist der erste Schritt. Dieser Konflikt muss beendet werden. Und beenden kann man Konflikte nur, indem man verhandelt und miteinander redet. Und jetzt noch ein Sätzchen. Wir erzählen uns immer, unsere Gasspeicher sind so voll. Erstens gehört das Gas darin nicht uns. Das kann auf dem Spotmarkt verschippert werden. Zweitens ist das nicht mal ein Drittel des jährlichen Bedarfs. Und die Internationale Energieagentur warnt vor einem Gasnotstand im Sommer 2023. Jetzt findet den Fehler. Habeck findet ihn nicht. Das müssen wir für ihn tun.
Wenn er vom Friseur kommt, kann man es ihm erzählen. So Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Ist das noch ein Kind? Danke, Applaus. Möchte noch jemand? Vielleicht mal eine Dame? Wenn nicht, ist die Veranstaltung beendet. Bis nächsten Montag, 18.30 Uhr. Mit maximaler Stärke und Beständigkeit. Jeden Montag. Danke. Ich werde für euch kämpfen, was auch immer.